jene Amerikaner, die anno 1944 in der Normandie gefallen waren, maßen im Durchschnitt 173 Zentimeter. Gestandene Burschen also. Und wäre einer hinter den anderen gereiht worden, Fuß an Scheitel und so fort, so hätte dies insgesamt 38 Kilometer ergeben. Die Deutschen waren aber auch stramm gewachsen. Und am eindrucksvollsten von allen waren ja die senegalesischen Schützen im Ersten Weltkrieg. Die maßen 176 Zentimeter und wurden ins erste Glied gereiht, um den Deutschen einen gehörigen Schrecken einzujagen. Vom Ersten Weltkrieg behauptete man, dass dort die Menschen wie die Ähren fielen. Und russische Kommunisten berechneten später, wie viel Dünger ein Kilometer Leichen ergebe und was man an teurem ausländischem Dünger einspare, sofern man zum Düngen die Leichname von Übeltätern und Verrätern nutze. Und die Engländer erfanden die Panzer und die Deutschen das Gas. Es hieß Hyperit, weil sie es zum ersten Mal bei der Stadt Ypern einsetzten, aber angeblich entsprach das gar nicht der Wahrheit. Und man nannte es auch Senfgas, weil es in der Nase biss, wie Dijon-Senf. Und offenbar war das so, denn manche Soldaten wollten nach dem Ersten Weltkrieg nie wieder Dijon-Senf essen. Vom Ersten Weltkrieg behauptete man, dass er ein Krieg der Imperialisten war, da die Deutschen den Eindruck hatten, die anderen Länder seien ihnen feindlich gesinnt und man wolle ihnen den Status einer Großmacht entziehen und somit eine historische Mission. Und die meisten Menschen in Europa, in Deutschland, Österreich, Frankreich, Serbien oder Bulgarien, standen dafür ein, dass dieser Krieg notwendig und gerecht sei und dass er der Welt Frieden bringen werde. Und die meisten Leute dachten, dass der Krieg im Menschen Tugenden belebe, die in einer modernen Industriegesellschaft ins Hintertreffen gerieten. Mut, Heimat, Liebe und Opferbereitschaft. Und die Armen freuten sich auf die Zugfahrten. Und die Dörfler freuten sich, dass sie die großen Städte kennenlernen und von dort aus ihr Postamt anrufen und ein Telegramm an die Ehefrau diktieren würden: Mir geht's gut, hoffe dasselbe von dir. Die Generäle freuten sich, dass Zeitungen von ihnen berichten würden. Und Angehörige von Minderheiten waren aus dem Häuschen, weil sie den Krieg mit jenen teilen konnten, die ohne Akzent sprachen und weil sie mit ihnen zusammen Märsche und Gassenhauer zum Besten geben würden. Und alle dachten sich, sie wären zur Weinlese daheim oder spätestens bis Weihnachten.